So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bannerlord hier auf diesem Channel. Ich habe in der Zwischenzeit weitergezockt. Wir sind inzwischen Clan Rang 3. Ich habe jetzt hier ein Kind, aber Tamina ist schon wieder schwanger. Und ja, ansonsten, ich habe zwei Trupps in die Wege geleitet. Wenn man Clan Rang 3 erreicht, schon bei 2? Ne, ich glaube bei 3. Kann man hier, ihr seht, einen neuen Trupp erstellen. Dann wählt man einen Gefährten aus. Und kann die durch die Gegend streifen lassen. Was für mich neu ist, die Truppen kosten mich was. Das war früher nicht so. Das ist Katastrophe. Und ich weiß jetzt leider noch nicht, ich habe den Lohn jetzt ganz runtergeschraubt. Das heißt, die rekrutieren nicht mehr nach. Ich habe keinen Plan, wie ich die wieder auflöse. Wahrscheinlich gehe ich zu ihnen hin und spreche mit denen. Aber, also theoretisch kann ich hier mit ihr quatschen? Nee. Das ist übel. Ja, ansonsten, wir haben ein paar Level gemacht. Und ich denke mir, das größte Update ist, wir haben uns jetzt dem südlichen Imperium angeschlossen. Es gibt ja viele verschiedene Fraktionen, aber hier gibt es drei, die sind sehr ähnlich, auch von der Farbe. Alles so im lilanen Bereich. Und ich habe mich jetzt einfach mal dem Schwächsten angeschlossen, nach Städten, wie viele Städte die haben. Denn in der Questreihe, die es im Kampagnenmodus gibt, geht es darum, dass man so ein Banner hat, so ein Drachenbanner. Und entweder man entscheidet sich dazu, das zusammenzusetzen und sein eigenes Königreich zu gründen, oder man entscheidet sich dazu, das Imperium wieder zu vereinen, indem man einfach mit einem alle anderen knechtet. Und für beides gibt es Achievements. Und ich habe mir jetzt gesagt, komm, weil ich das auch noch nie gemacht habe in all meinen anderen Playthroughs, ich schließe mich mal ein Imperium an, gründe nicht mein eigenes und guck mal, was passiert. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, dem hier angeschlossen, bin da jetzt Vasall. Die haben aber keinen Krieg. Das heißt, es gibt jetzt gerade kein Ackermatch. Aber in der Zwischenzeit würde ich die Mainquest einfach voranführen. Indem ich mit der Person spreche, Istiana, mit Jana. Und die sagt dann, yo, es gibt verschiedene Teile von den Drachenbannern, zwei habe ich schon. Und das dritte Teil ist in einem Räuberhotzenplatz versteckt und das musst du retten und dann musst du es zusammensetzen und dann vereine die Königreiche. Kriegserklärung. Ich kann jetzt, also dadurch, dass ich jetzt kein Söldner mehr bin, sondern wirklich Vasall, kann ich jetzt immer mitbestimmen. Die wollen gerade abstimmen, ob es eine Kriegserklärung gibt. Wollt ihr die Entscheidung den Sturgianern, den Krieg erklären, umsetzen? Ja. Da bin ich für. Enthalten. Wir enthalten uns. Nein, ich bin für ja. Ich kann mich nur enthalten. But why? Nicht genügend Einfluss. Oh, ja, true. Ja, als Vasall muss man sich Einfluss verdienen. Innerhalb der Fraktion. Wo wird der nochmal aufgeführt? Hier. Wir haben 10. Ich muss mich übrigens entschuldigen. Beim letzten Mal hatte ich hier so einen Strich. Das ist der Monitor hier gewesen. Aber den habe ich jetzt... Also der Rand vom Monitor. Mann, mega dumm. Weil ich habe das hier so eine kleine Anzeige von meinem Aufnahmeprogramm. Und ja, da sieht man das nicht unbedingt. Das war doof. Doof gelaufen. Ich hoffe, es hat nicht... Also wenn man es, glaube ich, gesehen hat, you can't unsee it. Aber ja. Wir sind krass in einer... Ja, uns, Alter, die haben 14 Burgen, wir haben 4. Ja, müssen wir mal gucken. Ich mache das jetzt trotzdem hier einmal in der Zwischenzeit. Es sieht auch schon, die sind jetzt rot. Hier wird auch schon eine Armee... Ah nee, das sind meine Leute. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt werden schon die Armeen geformt. Ja, ich glaube, ich reite mal zu denen hin und sag denen, mach mal keine Armee mehr. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich mache. Hier ist die eine. Da gehen wir mal hin. Weil es bringt mir gerade noch nichts, dass ich hier mehrere Trupps am Rumwuseln habe auf der Weltmap. Von meinem Clan.
Weil das brauche ich eigentlich erst, wenn ich Lehen habe, also beispielsweise eine Burg oder eine Stadt, und die an diese an die vergebe oder die dort patrouillieren sollen, um Räuber zu clearen, das generell für Ordnung zu sorgen, zu verteidigen. Tamina hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Mashallah. Das ist ja eine Hammer-Cutscene. Ja, ja. Schön. Ja, ist doch gut. Ja, ich hab's doch gesehen. Weg. Das heißt... Ja, die muss ich auch noch benennen. Aber gucken wir mal. So, da bist du. Bitte deinen Trupp auflösen. Geht das jetzt? Hey, stell ich mich erstmal vor. Was ist denn jetzt los? Lasst mich eure Truppen inspizieren. Vorreiter. Nicht Vorarbeiter. Nein. Nee, kein Tauschhandel. Scheiße. Geht nicht. Wo mache ich? Wo sage ich? Hör auf. Wahrscheinlich müssen die einmal geklatscht werden. Dann stelle ich die mal auf aggressiv. Deren Verhalten, sag ich mal, wie die auf der Map unterwegs sind. Und dann hoffe ich, dass die geklatscht werden. Hm. Ich sehe sonst keinen Button. Naja, es geht übel ins Geld. Es riecht bitter, aber ich habe ja jetzt noch keine krassen Verdienste. Also wenn man Lehen hat, Burgen, Städte, dann kriegt man auch Money dadurch. Oh, eine Karawane, die schnappe ich mir. Aber habe ich noch nicht. Ich habe nur meine Workshops. Minus 1300, das seht ihr gerade nicht. Ich kriege pro Tag minus 1300. Okay, die hole ich nicht ein. Was meine Truppen angeht, ich habe heftig geupgradet. Und zwar gehe ich, habe ich mich zu entschieden, habe ich glaube ich beim letzten Mal auch schon, stark auf Kavallerie. Einfach, weil Kavallerie Boni bringt in der Bewegungsgeschwindigkeit auf der Überkarte. Und man kann halt sehr gut Schwächere abgrasen. Das geht dann sehr schnell, so ein Battle. Man rauscht da rein und alles wird zerhackt. Ja, und meistens sind es auch Elite-Truppen von einer Fraktion. Und da gehe ich gerade auf den Banner-Ritter von den Vlandian. Aber ich werde switchen auf Truppen vom Imperium. Also hier diese lilanen Fraktion. Die haben alle die gleichen Truppen. Denn die haben noch stärkere Kavallerie. Das sind beides so S-Tier-Truppen. Oh. Also, hier ist einer unserer Feinde. Und der greift ein Dorf an. Das Dorf kriegen wir perspektivisch als unterstützende Truppen, aber der hat trotzdem mehr. Und im Dorf zu kämpfen ist sehr unlucky mit Kavallerie. Das wollen wir nicht. Wir wollen Open Field. Greifen die hier die Stadt an, ja? Scheiße. Kann ich dir irgendwie helfen? Wie viel haben die denn da drin? Toll, jetzt kann ich da nicht meine Main Quest abschließen, wenn die erobern, weil das meine Feinde sind. Scheiße. Na gut. Dann werde ich hier einfach versuchen zu plündern. Und Imperial Truppen rekrutieren. Um da die krasse Kavallerie zu bekommen. Ja, nee, die Dorfbewohner mische ich mal nicht auf. Ist nur eine Kavallerie? Eine Karawane. Ich glaube, die sind zu schnell. Ja, wobei, ich will jetzt die Dörfer eigentlich auch nicht raiden, weil das sind perspektivisch. Hier, die brauche ich. Weil die werden zu denen. Und das werden heftige Truppen. Das hier sind die, das ist die beste Kavallerieeinheit. Die haben nur ein Set. Also, die haben immer unterschiedliche Sets, mit denen sie halt auftreten in den Gefechten. Zum Beispiel hier der Bannerlord, der Bannerritter. Der hat halt drei unterschiedliche. Kann ich halt festlegen. Ja. Okay, aber wir lassen die in Ruhe, glaube ich. Was geht hier? Ja, das müssen wir erobern alles. 190 Verteidiger. Hm. Okay. Ich schau mal, was die Fraktion macht, der ich jetzt angehöre. Aber hier auch Quests machen wäre super. Weil ich markiere mal das Dorf, dann weiß ich, hier gibt es heftige Truppen. Der hat eine Quest. Kampf gegen Räuber. Ja, perfekt. Wenn man halt Quests für die erledigt... Achso, wir befinden uns im Krieg. Ja, scheiße. Wenn man Quests für die erledigt, dann kann man da mehr Truppen rekrutieren bei denen. Hier, dann werden hier diese grauen Blöcke freigeschaltet.
Perfekt. So, du aber. Weidedisput in Bergum. Hi. So. Die haben das Recht erworben, Vieh weiden zu lassen. Gutes Weideland ist schwer zu finden. Er hat den Silber bezahlt. Er hat eine Besitzurkunde, aber die fucken ihn ab. Okay. Dann helfe ich denen jetzt zur Weide zu kommen. Und jetzt kommen wir... Oh, scheiße. Hey. Okay. Okay. Drei? Warum werden das immer weniger? Oh, jetzt. Zugriff. Ja, bei 22 kann ich meine Truppen entsenden. Das passt. Keiner gestorben. Sehr gut. So, ein bisschen Loot. Und... Quest fertig. Super. Das lief doch formidable. So, die drei hole ich mir. Ah, die beiden auch. Geil. Krass, die gibt es ja fast in jedem Dorf, die Elite-Einheiten. Also jede Fraktion hat immer Elite-Rekruten. Also es gibt diese ganz normalen 0815-Rekruten, dann gibt es so Elite-Rekruten. Ja, das sind die normalen und das sind die krassen. Und jede Fraktion hat welche. Und die werden zu besonders speziellen Units von der Fraktion. So, die kann ich weghauen. Und die auch. Die brauche ich jetzt alle nicht mehr. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Weg. Fertig. Ich rüste um. Ich hatte zwischenzeitlich überlegt, ob ich auf ganz viel Armbrustschützen gehe. Okay. Haben wir denn eine Armee? Junge, das ist ja auch ein Dorf mit Elite-Truppen. Krass. Haben wir eine Armee? Geistert die irgendwo rum? Wir sind wahrscheinlich eh erstmal sehr nah... Also, ich weiß gar nicht... Oh, da oben! Perfekt! Die belagern schon! Eine Stadt! Krass, hinter! Das habe ich verpasst. Ja. Na gut. Okay. Oh, irgendwer ist uns beigetreten, irgendein Clan. Oder irgendein Dude. Gibt's hier noch Truppen? Jawohl, lecko. Oh, eine Quest? Hilfe im Kampf gegen Räuber. Ja, ich muss leider weiter. Da oben gibt's schon Ackermatch. Das ist wichtig. Jawohl, lecker. Ich grase mich hoch. So, und dann geht es halt darum, die zu leveln. Hier kann ich auch mal markieren. Dann weiß ich immer, wo die Elite-Truppen sind. Markiere ich mir immer die Dörfer. So, dann muss ich die nur noch leveln, dass die, weil bei dem nächsten Upgrade, wenn die ein bisschen Erfahrung sammeln, werden das schon berittene Units. Ja, und dann geht ab die Luzi. So, ich komme zu spät. Die belagern zwei Sachen. Krass, wir sind richtig in der Offensive, ey. Fetzt. Oh, die haben sogar schon EP bekommen. Zack, einer wird schon. Ah, dafür brauche ich aber Pferde, okay. Nee, keine mehr. So, wo muss ich lang? Hier lang? Kann natürlich auch direkt dahin klicken, aber ich will gerade noch die Dörfer abgrasen. Perfekt. Ja, und wenn ich dann herausgefunden habe, welche Dörfer die guten sind, wo ich gute Truppen bekomme, dann kann ich da auch die Leute leveln, diese Häuptlinge oder ne? Dorfvorstände. Stimmt ab über den neuen Besitzer von Tial. Okay, die haben die Stadt erobert. Ja, natürlich für mich. Geil, die stimmen alle für mich, ja, weil ich noch keinen Lehen habe. Aber ich muss mich enthalten, weil ich noch keinen Einfluss habe. Geil, ich habe die Stadt bekommen. Das ist immer sehr nice, wenn man neu einem Königreich beitritt. Dann, ja, nice, mir gehört das jetzt. Clan. Dann bekommt man immer direkt das erste Lehen. Nice, okay. Kein Statthalter, da haue ich Tamina rein. Die hat 140. Ach, krass. Dafür braucht man gar nicht mehr den Skill Vogt, sondern Ausstrahlung? Krass, ich dachte, dafür braucht man Vogt. Okay, haben die vielleicht geändert. Ja, da setze ich aber Tamina als Statthalterin ein. Ja, meinetwegen. So. Okay, dann die Burg hier. Da würde ich gerne mal mitmachen. Ach, das sind
Khanat Kergits, die hier angreifen. Krass. Oh, das ist ja eine klasse Armee. Da join ich mal. Ja, ja, ja. 1000 Truppen. Armee beitreten. So, und jetzt verdiene ich so nicht Einfluss? Nee, wenn ich eine Armee selber forme, dann dann gewinne ich so Einfluss. So, irgendwer ist hier Level Up. Ja. Okay. Ja, gönn. So, wo reiten wir jetzt hin? Sturgia sind ja unsere Gegners. Ich meine, ich kann mich natürlich auch eigenständig bewegen. Aber so, wenn ich eine Armee joine... Hier ist doch Frischfleisch. Wenn ich eine Armee joine, kosten meine Truppen weniger Sold. Der hat nur einen Kavallerie-Zugriff. Und Speed, Speed, Speed. Komm, jetzt holen wir sie ein. Geil. So, unser erstes großes Battle. What do you want? Ich will auf die Fresse. So, angreifen. Okay. Unser erstes großes Battle. Nice. Also, wir haben ganz viel Kavallerie. Und wir haben aber auch jetzt ein bisschen neue Infanterie. Die sind squishy. Die halten nicht viel aus. Die wollen wir leveln. Das heißt, die Kavallerie, die soll einfach richtig reinrasseln. Auch schön Open Field. Ja, rein. Leave no one breathing! Hoppala. So, Zugriff, Leute. Wo sind die da vorne? Dann lege ich mal die Lanze ein. Ja, super. Toll, klasse. Tolle Armee. Die werden jetzt so umgerödelt, Alter. Ich habe ja auch die Mod installiert, dass ich mehrere Leute treffen kann. Oh, das war jetzt aber... Das hat kurz geleckt beim Impact. Warum? Ich glaube, ich muss mal hier was am Rechner machen. Also immer häufiger habe ich hier den Eindruck, dass hier nicht alles koscher ist. So, da haben wir ja gerade unnormal reinrasiert. Der hat's überlebt? Nee, 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 nee. Oh, den habe ich geköpft. Ja. Jetzt sind die guten Truppen hier noch über. Oh, den da flog aber auch was ab. Jetzt juckt mir das Auge. Wo ist die Kavallerie? Ja, geht da mal rein, Jungs. Jawohl. Komm, mach die weg. Mach die weg. Schön. Oh, jetzt kommt die Infanterie. Knallt dazu. Oh, da kommt auch noch mal eine Fuhre. Ja, die machen nicht mehr lang. Nehmen wir ja noch welche. Mach die mal weg. Ich steig mal ab. So. So. Oh, der wird verprügelt. Die haben richtig Moshpit gemacht. Gibt der immer noch Ene? Alter, der wurde ja komplett zusammengeschlagen. Ja, geil. Perfekt. Okay, jetzt, so gewinne ich, glaube ich, auch Einfluss. Hätte ich gerade gucken können. Naja. Auf einmal, ich glaube, ich habe gerade irgendwas ins Auge geflogen bekommen oder so. So, gefangen genommen. Man kann die auch entkommen lassen oder freilassen, nachdem man sie besiegt hat, die Lords und Ladies. Aber, also dann verbessert man auch sein Verhältnis mit denen, was nice ist, weil sie dann später zu einer höheren Wahrscheinlichkeit sich einem anschließen oder weniger kosten, um sie zu überzeugen. So, ich level die mal alle. Aber, wenn wir die gefangen nehmen und verkaufen, steigern wir, so, jetzt upgraden wir die, zack, zu denen hier. Die sind schon richtig gut. Wenn wir die gefangen nehmen und verkaufen, dann steigern wir unseren Skill in Gaunerei. Und Gaunerei, ein höherer Wert, führt dazu, dass wir immer mehr Loot bekommen nach einer Schlacht. Ich muss auch einmal, glaube ich, in meiner Stadt vorbeischauen. Also das geht ja nicht. Ja, dann mal ein paar Truppen da lassen oder so, oder? Hm. Hier, das ist mein Dorf, das brennt, scheiße, ist kaputt. So, wie ist hier die Lage? 90 Verteidiger nur. Ach du Scheiße. Okay, jetzt verkaufe ich erstmal hier alle. Hm. Okay, erstmal schmieden. Geil. Ihr kennt das Spiel schon. Oh, ich habe keine Kohle mehr. Sehr gut. Ja, ich bin immer noch dabei, hier die ganzen... Schmiedeteile freizuschalten, damit ich mal eine geile Waffe bauen kann, weil bisher ist das alles nur Tier 1 und so.
Oh, hier ist jetzt immerhin mal eine Klinge für ein Tier 2, Zweihänder. Aber ich hätte lieber auch so eine Stangenwaffe. Okay, die Klinge, richtig lang. Das sieht scheiße aus. Nee. Handel, wir haben jetzt richtig viel erbeutet. Das haue ich jetzt alles weg. Richtig viel Klamotten natürlich von den ganzen Leichen, ist ja klar. Oh, das können wir vielleicht gebrauchen. Können wir einem unserer Leute ausrüsten. Jawohl, das ist schlechter. Ist immer geil, man kann hier durchswitchen. Quasi bei den Charakteren, also unseren ganzen Begleitern oder Helden in unserem Trupp. Ja, ja. Ja. Guck mal, hier sind noch Schilde. Okay. Und ich muss ein paar Pferde, glaube ich, nachkaufen. Aber das sind die teuren. Nö, dann passt das. Ja, ich kann bei der Schmiede noch das alles einschmelzen. Das gibt auch mal nochmal neue Teile. Sehr gut. Okay. So, jetzt kann man natürlich gucken. Hier sind jetzt nur 90 Verteidiger. Ne, 260. Achso, wenn mein Trupp dazu zählt. Okay, aber wir haben eine Garnison von 73 Leuten und eine Miliz von 24. Miliz steigert sich. Also die werden rekrutiert jetzt nach und nach. Das dauert. Da kriege ich jeden Tag ein paar dazu. Aber in so einer Stadt sollten schon ein paar hundert Truppen sein. Aber die kosten auch Sold. Stadt verwalten. Genau. Wir müssen jetzt erstmal bauen. Marktplatz. Bonus auf Steuern. Nee, warte mal. Das machen wir mal weg. Wir machen als erstes, glaube ich, Werkstätten, weil dann alles schneller gebaut wird. Wir knallen hier erstmal die Werkstätte rein und wir investieren in die Stadt. Dann geht das schneller. Ja. Ja. So. Und die Siedlung hat generell mit Treue zu kämpfen, deswegen machen wir Feste und Spiele. Das passt. Hier unten hat man so vier tägliche Standards, die man einstellen kann. So eine Stadt hat halt verschiedene Werte. Wohlstand, Treue, Sicherheit, Miliz, bla bla bla. Und je nachdem, ne, so eine Stadt kann auch rebellieren, muss man ein bisschen aufpassen. Hier steht nochmal, welche Läden hier sind. Ja. Achso, wir haben hier... Warte mal, nee, kein Marktplatz. Gar nicht. Werkstätten. Kein Marktplatz. So, jetzt habe ich es. Und das bitte auch in Q. Gut, reicht. Okay. Ne, passt. Gut. Dann gehen wir wieder erstmal zur Armee und gucken, was sie machen. Ja. So, und jetzt werden, genau, hier kommt schon ein Trupp aus meiner, aus meinem Gefolge. Beide sogar. Geil, die kommen jetzt hier hin. Ne, die anderen waren, glaube ich, doch, doch, es waren beide Truppen. Und die patrouillieren hier jetzt. Weil ist ja mein Clan. Und da ist mein Lehen. Ne, ist ja klar. Jetzt könnte man sogar überlegen, ob man die wieder ein bisschen aufstocken lässt. Ich mache die jetzt mal... Ja, ich will schon, dass sie draufgehen. Ich habe kein Geld. Lieber verliere ich die Stadt, glaube ich. Oh. Flieht vor... Der flieht vor mir. Hat der so schlechte Truppen? Nur Infanterie. Waldkrieger 50. Waldkrieger? Die sind nur T2. Boah, den würde ich ja übel abschlachten. Ja, ich glaube, die machen wir fertig. Auch wenn das deutlich mehr sind. Ich glaube, die machen wir fertig. Ergebt euch oder sterbt. So. Na, dann sterbt. Ist ja gut. Ja, geil. Kann ich die Kavallerie irgendwie vielleicht breiter aufstellen? Gibt es da noch eine andere Formation für? Horses! Vielleicht lose? Ja. Habt ihr ein bisschen Platz zum Atmen, ne, Leute? So, rein da. Ich schlänge mich mal durch. So. Oh, die wollen schon auf den einen Kavalleristen.
Oh, den hat es zerrissen. Das war sogar... Ja, gut. So, dann gehen wir jetzt nochmal rein. Geil, Alter. Rein da, Leute. Die sind sogar mit dem Rücken zu uns, diese Vollidioten. Ja, ich steige hier ab. Ich stürze mich da jetzt rein. Hab ein schönes Schwert. Schön auf dem Turnier gewonnen. Oh, shit. Ja, hier ist jetzt ganz schön was los. Den habe ich. Oh, Gott. Hm, hier ist, eng. So, weg mit euch. Nee, den mit dem Speer, der... Oh, dir, da habe ich zwei. Jetzt bitte, lasst mich. Ja, so. Ja, komm mal her, Jungs. Jetzt gibt's Klatsche. Ich habe leider noch nicht so eine richtig... Oh, Alter, wurde der mitgenommen. Ich habe leider noch nicht so eine richtig heftige Waffe. Boah, da schneid ich durch, schleißfrei. Geil. So. Ja, ist doch wunderbar, wie das hier läuft. Hoho, so, und weg. Ja, es macht schon Bock. Also, es ist eine schleißfreie Schnittung. Eine Schnittung. So. Ich hätte gern so ein... Ist halt ein Einhänder, den ich gerade zweihändig führe. Ich hätte gern so eine richtig fette Waffe. Ah, nee, ist mein Zweihänder, den neuer, der neue. Genau, Manuel. Zack, abgestorben von hinten. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob wir da einen wegjagen. Top. Da lief er einwandfrei. Oder? Irgendwo noch einer? Da hinten ist noch ein Briten, ne? Ja, der haut rein. Das war's. Es sind 14 von mir gestorben. Davon aber super viel von diesen Rekruten, die nicht schlimm sind. Gut. Aber dafür müssen ultra viele jetzt gelevelt sein. Das hat ordentlich EP geschallert. Und sehr viel Loot, der nur mir zusteht. Auch sehr gut gefangen. So, Gefangene. Ja, 48. Das geht ins Geld. Geil. Habe ich einen Begleiter mit einer schlechten Rüstung? Das geht alles. Ja, der. Dann kriegt er jetzt eine bessere und noch bessere Beine. Und er hat auch noch gar keine Hände. Vielleicht auch mal, du kriegst eine Fahne. Na ja, gut. Das sind auch deutlich bessere Füße. So. Geil. Okay. Dann gehen wir jetzt in die Stadt, verkaufen da alles. Achso, die Leute leveln, klar. Okay, meine ganzen Blandier-Truppen werden gelevelt. Und hier werden jetzt alle 14... Ah, mir fehlen Pferde. Scheiße. Ja, man braucht Pferde, um die zu upgraden. Hm. Und ich muss zusehen, dass ich wieder handle, weil mein Geld geht zur Neige. Ich habe das jetzt ein bisschen pausiert. Oh, Hartholz für... Oh, das ist gut. Guter Preis war das. So, dann verkaufe ich da erstmal meine Gefangenen. Das gibt auch gut Gold, muss man sagen. Das ganze Equipment nochmal verkaufen. 4200 für die Gefangenen. Dann verkaufe ich das ganze Equipment, was ich gelootet habe. Und dann kann ich noch schmieden. Das bringt auch Geld. Guck mal, das jetzt allein bringt 10.000 Gold. Also insane. Ölpreis, sehr gut. Ölpreis, sehr gut. Ja, hört man selten. So. Hier Range Weapons und Köcher und so und Schilde kann man alle nicht zerlegen. Ist ja irgendwas Cooles. Fisch ordentlich. Ja. Hartholz auch sehr günstig. Nehmen wir mit. Fleisch auch sehr günstig. Käse eigentlich auch. Aber haben wir hier... Ich will nicht so viel schleppen. Lieber von dem wenig, lieber von den guten Sachen gute Preise. Aber ja, hier Leder. Sehr gut. Samt ist ja spottbillig. Hammermäßig. So, jetzt zerlegen wir alles. Geil. Und schmieden noch mal ein bisschen. So. Oh, da ist sogar die Beziehung gestiegen. So happy war der über die Sachen. Und hier brauchen wir noch mal Kohle. Das gibt auch noch mal Geld. Ja, wenn das gelingt, 3200. Oh, da kriegen wir sogar für 2 und Schwert einiges. Einiges!
Okay, also man muss schön reingrinden. Huch, nein, nein, nein. Ich glaube, umso höher der Schmiedewert ist, umso herausfordernde Rezepte bekommt man da auch. Oder Aufträge. Was ist hier los? Lösegeld? Hm. Habe ich die nicht verkauft? Ja, annehmen. Ja, aber ich habe doch gerade alle Gefangenen verkauft, also. Oh, ich muss Pferde kaufen. Was für Pferde brauchen die? Normales Pferd. Ja, warte, dann nochmal zurück. Ich muss Pferde kaufen, habe ich vergessen. Und ich muss auch nachrekrutieren. Auch vergessen. Welche Truppen kriege ich hier? Imperial, ja, aber nur normale. In Städten kriegt man nie diese Elite-Truppen. Pferde. Schön billige Pferde. Ja, scheiße. Die haben mal. Nee, Typ. Ja, das war's. Nee, das ist mir zu teuer. Vielleicht ein Dorf, was Pferdezucht hat? Hier. Das. Kann ich mal abchecken. Wer weiß. Und irgendein Skill ist ready. Achso, wir haben Fokuspunkt. Ja, hauen wir wahrscheinlich in zweihändig, oder? Aber eigentlich will ich auf Polearm gehen. Schmieden haben wir gemaxt. Ja, dann noch ein Gaunerei. Handel haben wir noch nicht gemaxt. Oh. Führung können wir auch noch einen reinknallen. Oder Vogt. Dann können wir da mal ein bisschen weiter vorankommen, ja. Vogt ist auch wichtig. Können wir da in die Stadt vorher nochmal? Nee, okay. So. Na gut, aber läuft doch. Kann ich hier nachrekrutieren? Nee. Aber hier wollte ich Pferde kaufen. Geil. Typ Pferd. Sehr gut. Es gibt unterschiedliche Pferde. Ja, die sind billig. Nice, nice, nice. Und schön billig Getreide. So, jetzt kann ich auch upgraden. Oder nicht? Nicht? Erforderlich Pferd. Kein solcher Gegenstand in eurem Besitz. Also, es gibt Pferd und Streitross. Aber ich konnte auch eben alle verbessern, aber mir fehlten Pferde. Und jetzt habe ich doch Pferde gekauft. Typ Pferd. Und dann gibt es hier halt noch... ja, vielleicht brauche ich Streitrösser. Das könnte sein. Soll ich mal eins testweise kaufen? Hier gibt es vielleicht eins. Ne, das sind alles normale Pferde. Ach! Oh Gott, ich habe falsch geguckt. Es gibt Typ in der dritten Zeile und es gibt in der untersten Zeile Reittiertyp. Und hier, das wäre ein Streitross für 1000. Oh Gott, die brauchen... Ne, brauchen die nicht. Aber um die nochmal abzugraden, brauchen die den Streitross. Ach du Scheiße. Uff. Ja, das wird teuer. Aber ich hab doch... Warte mal, aber sind dann... Was sind die vom Typ? Die haben gar keinen Reittiertypen. Oh, das ist ein adligen Reittier. Das kann ich sogar nehmen. Abfahrt. Hm. Okay. Aber guck mal, da steht ganz unten Reittiertyp Pferd. Die müssen noch gehen. Ah, okay. Jetzt geht's. Dann die Kackpferde, die ich eben gekauft habe, die richtig schlechten, die sind wahrscheinlich nicht mal Reittiertyp. Die sind wahrscheinlich Reittiertyp Esel oder so. Keine Ahnung. Was ein Scheiß. Wo wollen die hin? Ah, die Burg. Ja, sehr gut. So, und hier können wir auch nachrekrutieren. Falls sie wieder welche haben. Nee, schön. Ah doch. Geil. Hier nochmal.
So, die Burg wird belagert. Das brauchen wir im Moment, ehe die ihre Belagerungssachen aufbauen. Belagerungstürme, Katapulte und so weiter. Guck mal, wenn ich hier meine Beziehung verbessere, kann ich die direkt rekrutieren und brauche halt die Pferde nicht. Und die Streitrösser. Und ihr seht den Preis. Eben habe ich für ein Pferd allein 400 gekostet, gezahlt und für ein Streitross 1000. Und hier ist das schon drin. Deswegen ist es super gut, die zu leveln. Als Questgeber. So, ich joine hier. Guck mal, da kommt schon... Oh. Die sind hier... am Start. Okay. Aber die haben auch nur 200 Truppen zur Verteidigung. Hier sieht man, was gebaut wird. Hamburg gerade. Aber hier lungern auch schon die gegnerischen Armeen. Okay. Aber Hamburg reicht denen. Wollen sie rein. Gut. Schöne Belagerung. Mit das Geilste an dem Game. Es ist das Geilste an dem Game, finde ich. Belagerungsschlachten. Einfach nur phänomenal. Phänomenal. Macht ultra Bock. Aber, also das Ding ist, wenn man jetzt so einer großen Armee sich angeschlossen hat, man hat halt nur anteilhaft seine Truppen jetzt dabei. Und man hat jetzt eher so einen Brei an ganz vielen Einheiten. Okay. Na gut. Und ich befehle auch nicht alle, sondern nur die paar hier. Ja, dann sage ich mal, dass die mir folgen sollen. Ach so. Ja, komm mal alle her. Oh, aber das sind sehr viele gute Truppen. Ja, ja, das wird eine gute Belagerung. Das Imperium. Das zieht jetzt los. Ich überlege, ob ich hier diese ganzen Truppenbanner... Man sieht da auch anhand der Symbolik, welchem Clan die angehören. Man kann die ein bisschen transparenter einstellen. Wobei die schon relativ transparent sind. Jetzt wird die schon scharf geschossen. Oh. Oh weia. Ja, das ist ärgerlich. Ja, die Katapulte müssen wir möglichst früh ausschalten. Wir haben leider nur einen Rambock, ne? Wo ist der? Wo ist der Rambock? Das ist so geil, wirklich. Allein wie viele computergesteuerte Leute hier unterwegs sind. Ist doch ultra geil. Und da haben wir noch relativ gute Grafik. Also hat man ja selten bei so Spielen, die solche Massen zeigen. Ich glaube, da hinten ist unser Rambo. Nee, da kommt er. Eieiei, das dauert noch. Kann ich mitschieben? Hey, da sind doch locker noch Plätze frei, oder? Geht hier nicht. Hä? Geht jetzt ab. Ach, F, bewegen. Ach so, ich kann an seiner Stelle... Nö, das meine ich nicht. Drecksarbeit. Du machst das schön weiter. Wo ist mein Gaul? Lass mich durch, Leute. So nice, wie die sich so teilen. Das ist echt ein geiles Game einfach. Also es gibt auch nichts Vergleichbares einfach. Auf dem Markt. So, wo sind meine Leute? Seid ihr das? Sehr gut. So, einen schönen Schildwall. So, seid ihr da? Mach schön Schildwall, ja? Ich will, dass ihr schön am Leben bleibt. Das ist jetzt ein richtiger Elite-Squad im Gegensatz zur ganzen Armee. Wobei, das sind alles gute Truppen hier. Aber das hier, das sind größtenteils Vlandian Knights. Ne, die mit dem schönen Deckel. Das ist ein richtiger Stoßtrupp, Alter. Klein, aber fein. Wir halten uns erstmal hinten, damit die hier keine Pfeile unnötig abkriegen. So, und dann warten wir, dass der... Haben wir eigentlich keine Leitern oder so? Gar nicht. Das ist eine Scheißbelagerung. Ja, die haben direkt zum Angriff geblasen. Habe ich keine Auswirkung. Ich leg mal das Speer ab und hol mir hier, zeig mir halt mal eine Armbrust. Oder? Ja, wobei... Oh, das ist verbuggt. Wobei, ich brauche ja dann auch noch die Pfeile. Nee, 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 das machen wir nicht. So, da ist der Armbrust. Ist die Frage, ob wir mit dem reingehen. Weil das Ding ist, das sind zwei Tore hintereinander. Wenn man die erste Tür durchbrochen hat, muss man halt rein und das zweite zerhacken, aber dann werfen die von oben Steine auf einen runter. Und da will ich meine Truppen eigentlich nicht so ins Ziel laufen lassen, der Steine.
So, aber die Zinnen sind relativ gesäubert. Aber aus dem Fenster und den Schießscharten ballern die Schweine halt auch. Na gut. Jetzt die Frage, ob die da Steine runterschmeißen, weil das one-hittet mich. Ich glaube, ich lasse das erstmal andere machen. Und dann rennen wir durch. Sehr gut. Kann sich auch die Lebensleiste vom Tor anzeigen lassen, aber da kommen meine Truppen. Schön. Wir müssen halt vor allem hoch, ganz schnell und die Katapulte ausschalten. Dafür nehme ich gleich mal zwei Hände. Jawohl. Einer trägt er hier um Banner. Sehr gut. Es bufft halt die Truppen in der Nähe. So, rein da. Genau, unsere Jungs bleiben draußen. So, jetzt könnt ihr gleich mal sehen. Boah, werden die alle rangedrückt. Oh Gott. Ja, ist doch gut, Leute. Geht mal dahin, bitte. Genau. So. Doch, es gibt Leitern. Lol. Ja, dann rennen wir jetzt hier einfach durch. Hier, da oben schmeißt die Steine runter. So. Oha. Wir laufen hier direkt ins Messer. Hä, was ist denn hier los? Die Säue. Hier ist noch ein Tor. Das Burglayout kenne ich noch gar nicht. Hier kommt man nicht rein. Aua. Drei Schaden, ja, mein Gott. Kloppt das Tor auf. Sind meine Truppen? So, jetzt rein da. Lass mich mal durch hier. Zack. Die blocken alle, die Schweine. So, der saß. Durchbruch. Durchbruch. So, voll richtig in den Rücken hier reinsäbeln. Wo sind meine Leute? Greift jetzt einfach an, bitte. Brauche ich nicht. So. Oh, hier sind schon unsere Leute. Geil, die klettern da hoch. In den zweiten Ring, ne? Oh ja, die haben wir schon alle abgeschlachtet. Ach nee, hier ist die erste Mauer. Was ist das für ein Burglayout? Da. Hä? Nee. Doch. Krass. Wild. Ja, wir überrennen die. Die haben wir kaum noch, Leute. Das war's, glaube ich. Die Stadt geflutet. Ich habe gar nicht gecheckt, dass wir... Ja, aber Leitern hat man immer. Die Belagerungstürme sind quasi nur Upgrades anstelle der Leitern. Wir haben keine Truppen verloren. Nice. Hier, da haben wir jetzt Einfluss auf verdient. Und 6% der Beute. Ja gut, das waren jetzt nicht so viele Truppen vom Gegner. Weil halt so viele mitgemacht haben, ne? So, der ist dankbar. Wir nehmen Gefangene. Den nehmen wir nicht mit. Oh, Schildkrötenstandarte. Verringert erlittener Schaden durch Fernkampf. Minus 0,1. Ja, nehmen wir alles mit. Und jetzt geht's ins Innere der Burg. Ah, ne. Haben wir. Ja, super. Dann bin ich gespannt, was jetzt passiert. Da wäre die andere Armee. Okay. Ja, wenn ihr chillt und chill ich auch, dann rekrutiere ich noch ein bisschen. So, abstimmen. Wer soll es bekommen? Ich. Nee, ich nicht? Okay. Ja, dann stimme ich für den. Ich enthalte mich. Ich enthalte mich. Ich will es mir nicht mit Zweien versauen. Das sind immer die Clan-Führer. Also es gewinnt immer ein Clan, ein Lehen. Und der Clan kann es dann unter sich, unter seinen Clan-Membern aufteilen. Quasi. Was ist hier los? Achso, Speerfähigkeit. Ja, mach das. So. Jetzt gehören die Dörfer auch uns. Geil, jetzt kann ich die leveln. Kampf gegen Räuber. Ja, sehr gerne. Machen wir. Oh, 6 Räuberbannen muss ich jagen. Boah, nee, dann das lasse ich mal andere machen. Der Nogand macht das. 4 Truppenverlust. Kein Risiko eines Fehlschlags. Der hat halt ultra viel Taktik. Naja, also wenn ein Gefährte in unserem Trupp oder ein Held, nenne ich sie ja immer, einen hohen Taktikwert hat, kann ich die einfach die Quests machen lassen.
So, dann gebe ich dir einfach mal Müll mit. So. Einer zu viel. War jetzt doch kein Müll, aber gut. So, und das dauert jetzt einfach, ne? Okay. Jo, dann schaue ich mal weiter, ob ich hier noch... Ich muss nachrekrutieren. Ihr seht es. Ohne Karawane, auch juicy. Jawoll! Sehr gut. Hier wäre auch noch eine Quest. Schon wieder Weidedisput. Ja, gerne. Das war ja eine easy Quest. Dann let's go. Schön hier. Warte, dann markiere ich das auch mal. Du bist wahrscheinlich wieder hier hin, ne? Easy. Warum wären das weniger? Das check ich nicht. So, da sind sie. Die mach ich jetzt einfach weg, ne? So. Gut, jetzt sind die hier dafür sauer. Hm. Okay, bei Weide... Gut, ich hätte die auch überzeugen können. Ey, ja, das war nicht schlau. Okay, bei einer Weidequest quasi ein Disput zwischen zwei Dörfern. Ja, das habe ich nicht gut gelöst. Aber wir können ein bisschen nachrekrutieren. So. Geil. Junge, das sind ja alles gute Dörfer. Krass. Es richtet sich immer danach übrigens, wie einflussreich die sind, falls das immer noch so ist. Also diese Dorfvorstände, die haben immer so einen Einfluss... Wert. Und da steht auch immer, wie stark die sind. Er ist zum Beispiel mächtig, er ist einflussreich und er ist auch einflussreich. Und ich glaube, wenn die einflussreich sind, können die diese Truppen haben. Irgendwie so. Oder es lag auch noch an was anderem. Genau, die müssen Landbesitzer sein. Ja, vom Typ her. Na gut. So. Aber das ist auch gut, markiere ich mir. Hier, da anscheinend noch. Ja, dafür sind die Markierungen spitze. So. Top. Es gibt auch Skillungen, die habe ich aber nicht, glaube ich, wo jeden Tag alle Low-Level-Leute von mir ein bisschen EP bekommen. Das ist sehr angenehm. So, ich muss mal wieder in der Stadt jetzt auch verkaufen und handeln und alles. Hier ist nichts dabei. Komm, weil die wahrscheinlich auch alle keine... Doch, das sind Landbesitzer. Hm. Ja, ich weiß nicht mehr genau, woran das lag. Okay, vielleicht ist auch random. Vielleicht war das früher so. Weil ich erinnere mich, man konnte die auch leveln und dann verändert sich deren Einfluss auch. Und dann konnten die auf einmal diese Truppen anbieten. Das ist aber echt lange her. Also das Spiel ist ja auch schon seit 2, 3 Jahren im Early Access. Schon so lange her, ne? So, rohe Seite, guter Preis. Leinen auch in Ordnung. Hm, so, Pfeile, Schild. So, genau. Also, Arbeitspferd war, die hatten gar keinen Reittiertyp. Wahrscheinlich kann man die einfach nicht reiten. Reitpferd hat keinen Reittiertyp. Da steht doch Reittierrang 0. Ja gut, ein Reitpferd ist nichts zum Reiten. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Okay, dann nehmen wir so einen Midland-Zelter. Warte mal, wie viele Herde haben wir denn? 0, ne? Also minus 0. Dann können wir theoretisch, weil hier sind ja gute Preis gerade. Herde minus 0,2. Nehmen wir 1 zurück. 0,1. So. Und dann nehmen wir jetzt einfach hier die 300er mit. Ist teuer, I know. Aber wir kriegen gute Truppen. So, Gefangene verkaufen. Der Irre. Ja, das Problem ist, auf Deutsch weiß ich jetzt nicht, was gute Companions, Gefährten sind. Da kenne ich, die haben nämlich immer so Zusätze an ihrem Namen. Zum Beispiel hier der Irre. Und je nachdem, was das für ein quasi Suffix ist, sind die besonders gut in bestimmten Bereichen anhand ihrer Attribute. Schmieden wollte ich. Beziehungsweise Waffen hier einschmeißen. Und neue basteln. Die sind alle Billo. Naja. Ja, schlägt doch alles fehl. Oh, hier nicht. Super. Ich habe noch nie einen Dolch gehabt. Das muss ja so scheiße sein, einen Dolch zu haben, oder? Imagine, man kämpft im Bannerlord hier mit einem Dolch. Ist doch scheiße.
So, das ist auch ein gutes Dorf. So, und dann arbeite ich mich jetzt mal wieder hoch. Wo ist denn unsere Armee? Die wird belagert. Sehr weit verstreut alles. Na gut. So. Ach, eingekauft habe ich auch gar nicht. Naja. So. Ja, wir machen aber gut Geld. Unser Kontostand geht hoch. Von daher, all good. Okay. Traum relativ günstig. Aber ich wäre eher die seltenen, teuren Sachen. Wein. Schmuck. Geil. Scheiß auf Schmieden, wir fahren weiter. Fahren vor allem. Das hier Armee. Okay. Die gehen jetzt wahrscheinlich hier so hin. Ja, die machen sich wieder zum Angriff bereit. Sehr gut. Ich habe auch wieder ein paar Truppen. Die können auch schön gelevelt werden. Oder nicht? Quest machen wir wann anders. Ja, hier die Nebenquest. Sie sollten in 10 Tagen... Okay. Also in 10 Tagen sind meine Leute wieder da und ich habe die Quest dann abgeschlossen. Was macht der denn hier? Der ist ja Jeck. Naja. Ne, die wollen hier oben die Stadt wahrscheinlich angreifen. Auch nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, wenn man die Main Quest dahin lenkt, dass man hier das Imperium zusammenfügt, ob man da noch selber Anführer der Nation sein kann. Also selber hier König. Oh, da ist Leck. Der ist ein Kerl. Oh Gott. Oh weia. Und Raganwart ist doch sogar der König, oder? Der hat sehr weit verstreute Truppen. Auch batanische. Super viele Söldner. Also hier und da. Der hat ja alles. Imperiale Truppen. Storgianische. Der hat ja alles. Was ist das für ein Müllhaufen? Und der hat 39 Gefangene. Ja, aber ich glaube, den schaffe ich nicht. Ist mir ein bisschen zu risky. So, jetzt kriege ich Leck, oder? Der Keck. Nee. Oh, die greifen die Burg an, okay. Na gut. Weil hier war eben eine Armee, die relativ gerüstet aussah. Mit auch 600 Leuten. Das kann in die Hose gehen. Na gut, müsst ihr wissen. Oh, die Karawanen würde ich eigentlich... Boote mit einem Löser an. Okay, also kann man die gar nicht mehr verkaufen, die Anführer. Das haben die anscheinend geändert. Früher kann man die immer in Tavernen verkaufen. Ja, ich lerne hier noch ein bisschen so die Neuerungen der letzten Monate. Aber es sind sehr viele gute Sachen auch dabei. Also das Spiel ist jetzt echt fertig. Also es ist einfach... Ich habe es ja im ganzen Early Access immer mal wieder gespielt. Und gab auch viele Downer, muss man auch sagen. So, jetzt kriege ich ihn, oder? Wie schnell ist denn der? 4,0? Ja, kriege ich. Easy. Das war ein Fehlerbürschchen. Oh, die Belagerung geht los. Ich bin Maximilian. So, Zugriff. Die berittenen Bogenschützen sind auch so heftig. Alter. Weil wenn man sagt, okay, greif an, dann umkreisen die ganze Zeit die Gegner und nerven die so des Todes und hageln die mit Pfeilen weg. Sehr belohnt. Okay. Wälder ist immer ein bisschen doof für Kavallerie. Hier bleiben immer ein paar hängen. Ich rassel einfach jetzt richtig rein. Oh, da unten sind die. Und jetzt Zugriff. Oder? Nee, scheiße, ich krieg die Kurve nicht. Oh, läuft aber. Hier, jetzt. Die mische ich auf, oder? Die gehen in meine Infanterie. Ah! Das hat gesessen. Ja, komm doch her. Willst du? Willst du? Ey, der hat einen weggemacht. Mann, die sind teuer. Hallo. Gasse. So. Ja, die will ich haben. Guck mal, wie wenig Schaden ich denen mache. Die haben so eine krasse Rüstung. Guck mal, was der aushält. Ich bin ein Hero. Hallo.
Die will ich haben, ganz viele. Nur, die sind halt die allerbesten Units. Zack, weg damit. Elite-Kataphrak. Geiler Name. Und weg mit euch. Oh, der ist gefährlich. Puh. Das war, glaube ich, deren Chef, Alter. Super, super. Ja. Toll. Stecht sie ab. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Okay, weg. Da war noch einer. Da hinten ist noch einer. Tot. Gut. Zwei gestorben. Naja, gut. Naja, gut. Wie viel Einfluss gerade? 19? Krass. Also wenn man alleine einen wegmacht, gibt das richtig Einfluss. Jetzt ist ja hier mein Gefangener. Der Leck. Und den kann ich jetzt nicht verkaufen, ja? Ach du Scheiße, Junge. 27.000 ist das wert. Neuer Bezug fürs Pferd. Schön. Oh, und hier tolle Beinschoner. Ist ja auch klasse. Aber die sind nicht unbedingt besser. So, aber hier, ne? Die haben ja keine Hände. Also, die haben schon Hände, aber ihr wisst. Und ordentlich Waffen. Fies. Oh, warte mal. Der könnte Schultern gebrauchen. Hier waren noch ganz gute Schultern dabei eben. Die habe ich jetzt aber weggeklickt. Typ? Genau. Waren eben ganz gute da. Hier. Genau, die nehmen wir. Junge, ist der ein Lauch, ne? So, los geht's hier. Da joinen wir direkt rein. Und rein. Oh, wie viel waren das? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil wenn das jetzt nur noch 20 oder so gewesen wären, wäre ein bisschen Zeitverschwendung. Aber egal. Ja. Schöne Belagerungsschlacht. Ich hatte teilweise in meiner Bannerlord-Historie schon so viele heftige Belagerungsschlachten, wo ich teilweise mit 30 Leuten nur verteidigt habe. Also man kann das richtig geil planen. Und wenn man dann selber am Katapult sitzt und zum Beispiel alle Belagerungstürme kaputt schießt und rammen, bevor die an der Burg sind, dann kann man das so hinauszögern. Das ist ultra geil. Ah, hier an den Olivenhain. Schön. So, ich gehe direkt ran und mache eine Mauer auf. Oder nee, die haben Belagerungstürme. Nee, ein. Oder? War ja ein? Ja, da ist ein Belagerungsturm. Okay, andere Seite. Ja, die rennt schon nach vorne. Es sind wirklich ultra wenig Gegner. Na gut. Hier Leitern. Ah ne, hier geht's hoch zum Tor, ne? Genau. Ja, es ist einfach keiner auf der Mauer. Ah, da sind ein paar. Okay, da kommt die Ramme. Aber hier müssten dann ja... Jawoll. Vorne, oder? Jawohl. So. Ich komme jetzt hoch. Nämlich Zweihandschwert. Mal gucken, was da oben abgeht. Wir horchen mal rein. Es steht wahrscheinlich niemand. So, Leute, hoch. Ah doch, einer. Einer hat schon umgesetzt. So, Servus. Das war frech, fand ich. Ja, jetzt will ich aber wegrennen langsam. Oh, den habe ich einen Arm, glaube ich, gehört. Der ist aber, der hält ja gut aus. Ja, Rüstungstypen wurden auch nochmal ordentlich angepasst. Wenn die richtig viel Rüstung haben, dann macht man eher mit so stumpfen Waffen, Streitkolben und so Damage. Jawoll, habe ich zwei weggemacht. Scheiße, aber dann können wir den Schub vorspulen. Sind ja kaum noch Leute da. Was will er hier? Der hängt fest. Geiler Typ.
Alter, von mir verrecken richtig viele. Ah, von den normalen Rekruten. Ja. Aber 11 sind auch schon Level. Oder? Oder? So, fertig. Okay. Ja, es lief nicht so gut. Habe ich ein bisschen zu viel kassiert. Aber man merkt richtig an diesen hart gepanzerten Leuten. Ah, der freut sich. Jawohl, imperialer schwerer Reiter. Ist der Teil der Reihe? Ja, geil. Dann nehmen wir einen mit. Den Rest nehmen wir auch mit, weil die können wir donaten. So, hier 11 upgraden. Sehr gut. Ja, viele schaffen die Ausbildung nicht. Muss man auch sehen. Ja, das ist mit das Geilste. Jawohl, schön. Scharfschützenflagge. Tolles Schwert. Na gut. So, jetzt gehen wir noch genau fortfahren. Super. Truppen an die Garnison spenden. Da haue ich jetzt die Fernkämpfer hier rein. Wobei, die könnte ich auch in meine Stadt tun. Aber egal. Dann kriege ich jetzt auch schön dadurch Einfluss. Why not? So, jetzt gehen wir in eine Stadt. Nehmen wir die. Und verkaufen alles. Haben wir hier ein paar Skills? Jawohl, Führung. Ihr hattet 50% mehr Ansehen aus Schlachten. Ansehen. Damit leveln wir unseren Clan. 50%, das ist ja ultra gut. Rekrutierte Truppen starten mit einer Bonuserfahrung von 200 EP. Auch sehr gut. Treue und Ehre. Von euch befehligte Truppen mit Rang 3 oder höher ignorieren einen Rückzug. Wenigen zu niedriger Moral. Oder höher ignorieren einen Rückzug. Wenigen zu niedriger Moral. Ach so. Moral. Okay, also dem Moral. Okay. Das heißt, wenn ich mich zurückziehe, dann ab einem gewissen Moral. Ab einem gewissen schlechten Moralrang. Anscheinend niedrig zu. Nee, wenig zu niedrig. Scheiße übersetzt. Nicht-Räubergefangene werden 30% schneller konvertiert. Nee, wir nehmen auf jeden Fall das obere. Das ist ja komplett broken. So, und Taktik. Truppen verursachen bei Simulationen im verschneiten und bewaldeten Gelände 10% mehr Schaden. Truppen in eurer Formation erhalten 2% Bewegungsgeschwindigkeit in Schlachten auf verschneiten und bewaldeten Gelände. Und wahrscheinlich das gleiche auf Ebenen, Steppen und Wüsten. Dann nehmen wir auf jeden Fall das untere. Ah ne, der obere Effekt ist ein anderer. Egal. War ähnlich. Aber dadurch, dass es... Das andere war nur auf Schnee, glaube ich. Na gut. So, wir verkaufen jetzt alles. Und Leck ist jetzt wahrscheinlich nicht dabei, right? Doch, der ist weg. Leck ist weg. Hier war der Stier. Das klingt heftig. Das muss ich noch auschecken, die deutschen Namen. So. Bei den Flaggen muss ich nochmal gucken. Aber das kann ich schon mal alles verkaufen. Das gibt gut Money. Junge, die Flaggen geben ja auch ultra viel Geld. Heilige Scheiße. Kann ich auch je nach Situation dann immer die einzelnen Flaggen nutzen. So, und sonst noch was? Samt geht gut weg. Das alles. Dann, das waren schon mal 10.000 Schmieden. Alles einschmelzen. Ist halt meist, also das meiste hier sind alles Crap-Waffen. Ja, ein paar gute waren dabei. Dann schmieden wir hier nochmal Crap. Wir scheinen gerade richtig viele. 20.000 bringt das, wenn ich das herstelle. Okay, können wir hier noch irgendwas rausholen? Ach so, warte mal. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Ich kann einfach andere Teile nehmen. Lol. Ich kann einfach andere Teile nehmen, ja klar. Und dann verändern natürlich sich die Stats auch ein bisschen anders. Krass. Also wenn ich hier jetzt den krassesten nehme... Okay. Ja, man muss ja trotzdem viel jetzt rumprobieren, ne? Okay, das ist ganz gut. Lang oder kurz? Das ist immer die Frage, ne, Leute? Ja, machen wir mal so. Ihr habt nicht alle erforderlichen Materialien. Oh, ich habe keine Kohle.
Saved er jetzt die Vorlage? Ja. 3000. Okay, ich habe jetzt das Schmieden besser verstanden. Man muss einfach... Also die wollen einfach eine Axt. Oder also die wollen... Oh Gott, ich habe es immer... Ich dachte, dass wir... Oh Gott. Ich habe es jetzt verstanden. Die wollen immer eine Waffengattung, also eine bestimmte Waffe. Einhand-Axt, Einhand-Schwert, Zweihand-Schwert. Und dann haben die gewisse Anforderungen an die Stats. Und man muss dann selber basteln. Verstehe. Krass. Naja, man lernt immer aus. Nie, meine ich. Okay, cool. Das war ein weiterer Dip in Mount Blade Bannerlord. Ich zocke natürlich fleißig weiter. Ich glaube, ich installiere es hier mal auf die SSD. Und wir sehen uns dann, wenn wir bei der nächsten Folge. Kann auch sein, dass das hier eine 10 von 10 ist und ihr werdet nie wieder hier Bannerlord sehen. Nein, alles gut. Aber ja, doch, eigentlich schon. So ist es, ne? Warum soll ich was hochladen, was niemand sehen will? Ich verabschiede mich. Bin immer ein bisschen am Rumprobieren. Tschüssi.